Hallo und herzlich willkommen wieder zu einer neuen Folge Against Guys 2 mit dem Adcrafter 27 und der Mistkäfer. Der Mistkäfer. Nachdem sich Ed ja letzte Folge mit dem Reaktor hier fand. Ne, falsche Satzbildung. Nachdem wir letzte Folge mit dem Reaktor angefangen haben und Ed sich verzählt hat. Muss man ja auch mal dazu sagen, er hat sich verzählt, also ich bin nicht immer schuld, er hat sich verzählt, es ist ultimativ. Haben wir jetzt hier einen fertigen Reaktor? Genau, ich wollte den jetzt mal befüllen gehen. Hier irgendwo. Dieser Reaktor ist offline. Ja, ich habe ihn noch nicht eingeschaltet, warte mal. Jetzt zum Kontrollpunkt. Ja. So. Das Ganze passt. Ja, Auto Eject Waste passt auch. Der Rest passt auch und. Wollte man kein Redstone-Signal kriegen? Input Toggle Rector Dings. Vor allem kann man ja alles Mögliche sagen, wenn er ein Redstone-Signal bekommt. Macht auch nichts. Normal sollte er sich anschalten. Set from Signal. Toggle Input. Input toggled on off, ja. Commit. Achso, Commit habe ich wahrscheinlich vergessen, ne? Das kann nicht sein. Ja, jetzt ist er on. Jetzt läuft er. Gut, er wird heiß. Gut, er wird heiß. Ja, aber Reiter und F müssen eine Hausnummer. Stimmt. Ich meine, er braucht relativ viel, aber das ist ja nur für uns nebenbei. Für uns nebenbei, letztendlich geht es ja hauptsächlich. Damit wir das Dings rauskriegen. Damit wir das Waste rauskriegen. Der Rest ist uns eigentlich egal. Der Rest? Wollte die Loren trotzdem ein bisschen Strom rausholen. Ja. Ohne es zu verschenken. Hast du schon eingeschlossen? Was? Das Stromnetz. Ja, ja. Also machst du ja alles hier drüben gut. Läuft schon. Läuft schon. Und dann schauen, ob er dann auch abschaltet. Genau, abschalten und vor allem, wie er abschaltet. Mal den jetzt mal hier kappen. Warte dann. Okay, da merkt man deutlich einen Unterschied, ob der Reiter und der Elfen mehr sind oder nicht. Du, stimmt, ja. Da. Jetzt könnte man natürlich noch ein bisschen mit dem Fuel Rods spielen, könnte man sagen. Fuel Rods spielen, natürlich ein bisschen 40, die Höhe ändern. 40. Mach mal über 40 da rein. Temperatur sinkt. Ja, das Problem ist, die Frage ist, wie viel. Natürlich sinkt auch die Energie, weil umso mehr man es reindreht, ja. Naja, klar. Wichtig sind aber ja eigentlich die Millibucks. Ja, man kann auf 30 setzen. Eigentlich ist uns das eh sowieso scheißegal. Wieso scheißegal? Dann sind wir bei 90. Na, lass mal einfach mal so. Wir brauchen es eigentlich brauchen wir es eh nicht. Nein, brauchen wir es eh nicht. Wir haben hier drüben unsere Magmatik-Dynamo. Aber so. Kann ja mitlaufen. Das hilft uns schon mal ungemein. Wir sind gleich bei 40 Millionen. Wann hast du ja extra nochmal im E-Crafting-Terminal reingesetzt? Ja, weil ich da runter und weggekauft habe. Geht noch ein bisschen. Können wir hier unsere Inventar schmeißen? Zack, so, muss ausleuchten den ganzen Mist hier. Ausleuchten. Ja, auf alle Fälle, muss sein. Magmatorch haben wir ja auch irgendwo stehen. Ja, die CD oben. Haben wir ja oben stehen. Toast. Ja. Wir haben nur 24.000 Toast. Nur. Der läuft nicht, gell? Okay. Ja, läuft doch. Gut. Läuft noch. Gut. So, jetzt sind wir beide abschalten. Ja, das dauert noch. Naja, so viel, ich glaube. Ganz voll wird er nicht. Ganz voll wird er nicht. Was hast du da wieder eingestellt? Ja, Absicht. Damit der, falls der hier mehr produziert, dann, oder falls die halt noch länger brauchen, oder Solarzellen, einmal. Hat er so eingestellt, dass nicht komplett voll wird. Alles pure Absicht, Junge. Damit wir noch Puffer haben. So, werden wir gleich sehen. Ich habe alles im Blick. Aus. Ah. Er produziert weiter, aber wir sinken sofort runter.
Genau, da reibt es auch aus. Perfekt. Der Reaktor ist offline, die Temperatur regelt sich nach unten. Und genau. So läuft das ganze System jetzt. Charakter und mit wenig Energie läuft der Reaktor wieder mit. Ja, als Unterstützung sozusagen. Als Unterstützung. Mehr braucht da nicht sein. So, und das ganze System läuft sowieso 24-7 jetzt. Ja, du bist Jungle, oder? Durch die Jungle, oder? Vor lief das selber noch 24-7. Wenn wir aber hier gucken, ja, das noch ein bisschen mitten rausziehen und ein neues Elorium rein. Können wir auch gleich ans ME-System anschließen? Nein, nicht immer alles am ME-System. Das haben wir schon auf dem Reloaded-Server nicht. Ja und? Ja und? Man kommt auf den Server, das im ME-System ist aus. Ja, aber hier nicht. Du futzbippen Rose, du. Nein. Ist aber wichtig. Nein, ist nicht. Doch, ist wichtig. Sind uns eigentlich noch eine Play, ach so, der Mist. Tja, da fehlt uns durchaus Formcraft. Erinnere mich nicht daran. Kannst dich aber ja schon mal an For the Harding Run setzen. Wenn du Lust hast. Ich bin For the Harding schon ein bisschen dran. Weißt du es? Weißt du? Inwiefern? Inwiefern? Ja, mit den Bienen habe ich schon angefangen mal und. Das hat aber ja absolut wegen der Bienen. Bleistift. Bleistift. Der linke, das ist läuft nur für Bienen produziert. Ja, mal zu der linken. Du ist nicht, da möchte ich jetzt nichts hören. Welcher linke? Ganz der linke. Einzelne. Da läuft nur wieder Bienenproduktion mal mit. Working minus 10%. Warum braucht der so lange? Was? Ne, der Balken bewegt sich ja gar nicht. Working, ja, also jetzt. Tun. Ja, der bewegt sich aber nur in 5% der Schritt. Das weiß ich nicht genau, aber bewegt das sich schon. Push. Hast du ja Push gekauft. Push, nur Pusher da. Nur Pusher am Berg. Berg der 1 stellt ihn nie ein. Oh, er hat eine Kiste. Ja, passt. Läuft. Dann wollen wir mal gucken, wie wir da brauchen. Vor allem, wie viel wir rausbekommen. Es ist eigentlich 1 zu 1 mit dem Rein und Raus. Normal schon. Ich hoffe es. Im schlimmsten Fall lassen wir den dann einfach durchgehen laufen. Ist auch egal. Wirklich nicht ganz so sicher ausgeht. Wir haben ja eigentlich genug. Aber er sagt, wir produzieren ja. Nicht so viel. Ja, wir produzieren aber ja. Ja, das sind wir ja dann. Sind wir ja dann. Dann werden wir sehen. Hat auch keinen Sinn, den jetzt wirklich sinnlos laufen zu lassen, wenn wir es nicht brauchen. Das Einzige, was wir machen können, den Junkloader hier stellen und dann den Junkloader zu betreiben. Wenn dann 3300 RF. Hier hat man zusammen. Warum kann man das eigentlich gar nicht höher stellen als 2? Das ist wahrscheinlich begrenzt ist in der Konsole. Na, vielleicht und extra ja. Bei uns Against Guys mäßig begrenzt. Ja, aber ich sag mal, größer als 1 brauchen wir eigentlich gar nicht. Außer von den ja, Bienen brauchen und wir nicht, aber ich sag ja nur mal so. Ja, ja, normalen Dings kannst du das in der Config einstellen. Kannst du in der Config einstellen? Wir könnten auch die Config ändern. Ja, stellen wir einfach alles um, ganz easy. Stellen wir einfach alles um. Ganz easy. Was macht der nicht befüllen Dings? Da ist Distillated Redstone drin. Müsste man wieder das durchdingen. Was brauchen wir denn? Habe ich heute wieder relativ viel Silber Dust durchgelassen, weil wir kein Silber hatten. Kein Silber. Weiß ich eigentlich, haben wir von allen immer so viel und keine Ahnung. Naja, Ingots haben wir nicht so viel. Was fehlt da? Zum Beispiel Silber. Haben wir 300. Man macht mal mit Silber durchdingen. Kriegst du denn nur Silber und Gold oder das nächste? Der Nicht-Befüllmaschine läuft.
So, überall ist Ingot drin. Was machst du hier drüben? Machst du Redstone-Blöcke? Nein, da habe ich Dings gemacht. Handglas. Ja. Dann ist doch nicht ganz ausgegangen. Geht sich meist nicht aus. Blut! Was macht er denn jetzt? Blutteller. Hab ich gerade wirklich einen Teller gemacht. Hartnett, jetzt haben wir wieder 177 Hartnett Glas, Gott sei Dank. Und Gold. Gold haben wir 1600. Was das mäßig? Das. Nee, ich meine Ingot. Ja, aber trotzdem am wenigsten. Ja, wir machen ja schon durch. Wir haben auch noch Blut drin, heute haben wir Redstone. Oh Gott. Das ist Elizabeth Redstone. Dann geht's da. Gestellt, oh, hier drüben. Gut, lass mal Bennen gehen. Bernardo. Schlafen gehen. So. Ja. Wir wollten mal ein Haus bauen. Das kannst du ruhig gern machen. Nein. Weißt du, wie es geht? Los. Weißt du, wie es geht? Haben wir einen Mod, mit dem wir das Haus dort oben hin kopieren können? Nein. Gut, dann mach ich's nicht. Gut, dann mach ich's nicht. Mach ich's nicht. Unser wunderschöne Tierfarm. Oh. Na du, schau mal lieber, dass du jetzt an Formcraft was geschissen kriegst. Formcraft jetzt was geschissen kriegt. Wir können ja mal in unser gutes Buch gehen. Ich hab ja ein bisschen was hier gemacht. Dann hast du eh nicht Zeit, aber... Das ist eh nicht Zeit. Ja, wir haben hier... Unsere ganze Energie hängt nur an einer relevanten Energiezelle. Voll krank. Ist dir das irgendwie aufgefallen? Ja. Genau, eine relevante Energiezelle, die alle versorgt. Gut. Aber ich hab grad was geschafft. Ich hab 4 was rewarded. Toll. Was ich gemacht hatte. Ist ja schon mal ein Anfang. Das ist schon mal einfach, wir brauchen halt noch viel, viel, viel mehr. Genau, und die Bienen habe ich glaube ich gar nicht gezeigt noch, oder? Ich habe hier Bienen aufgestellt noch. Und zwar haben wir alle auf Redstone-Kontrolle, damit wir hingehen können, weil die Tropical dann ein bisschen pieksen. Deshalb liegt ja auch dieser Kopf. Ja, hallo Ed, ich bin dein Gewissen. Schalte es lieber aus. Dann haben wir hier Common. Dann haben wir hier... Tropical normal, weil ich diese Silke brauche, glaube ich. Dafür habe ich die aufgestellt. Und hier haben wir Enderbienen. Ja, gibt's auch. Kann man auch hier in der Oberwelt laufen lassen. Man braucht nur einfach dieses Plants Emulation Upgrade. Und jemand hat das Drachenei zerstört. Ich habe nur Rechtsklick drauf gemacht. Warum hast du auf das Drachenei Rechtsklick? Keine Ahnung. Seit wann kann man das Drachenei einfach so abbauen? Mach einfach mal Rechtsklick drauf. Nein, lass beten. Nein. Oh. Aber es zählt, dass man es einfach so denken kann. Ja, aber das ist ja nicht neu, oder? Halt, das ist ja neu, so meine ich. Ja, das ist ja neu, deshalb aus dem Grunde. Ich war auch gerade überrascht. Ja, aber normal, wenn du Rechtsklick machst, ja, mach einfach nichts. Ja, brauch ich ja jetzt nicht, wenn du es abbauen kannst. Reicht ja. Ja, damit du mir glaubst. Ja, nee, wie kriegst du denn sonst das Ei raus, du Idiot? Du müsstest mit der Spitzhacke abbauen. Wisst ihr, es kommt davon. Hey, ich kann ja auch dort... Ach, stimmt, ich kann ja nicht... Genau, Silky haben wir jetzt genügend, glaube ich. Wenn wir jetzt mal in unser Büchlein gehen. Dann gehen wir auf... Beast & Trees. Beast & Trees. Open, dann da unten Samplets haben wir Silky. Und dann manuell Subject. Dann haben wir das geschafft. Yeah. Ja, es fehlen nur noch Haufen andere Dinge. Ja, diese 16 pulsierende Dinger. Da muss ich das gucken, wie ich die zusammenkriegen muss. Tuck, 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 tuck. Dann haben wir die auch. Unwell detect. Cool. Cool. Und die Sachen verschwinden, Freiheit. Natürlich. Ja, die sind aber nicht immer alle verschwunden, oder? Nein, nur hier. Ja. Da und bei For the Holding. Voll die Freiheit, sowas, Leute. Voll die Freiheit. Voll die Freshheit. Gut, und dann werde ich mich offline wieder hinsetzen und da andere Bienen dann wieder rumschnupsen. Und dass sie uns so irgendwie bollen. Wir bollen. Haben ja hier schon. Aha. Ja. Wir haben hier schon ein paar Bienen, aber die sind eigentlich unterstrich alle scheiße.
aufgefallen. Ist dir so aufgefallen? Ja, alle, was die, was man da oben so rauskriegt. Will ich es nicht, die sind ja alle so scheiße. Vor allem schaut das so bunt aus und unten nicht. Kann es sein, dass die irgendwie verschwinden? Inwiefern verschwinden? Tropical? Wintery. Ja, wir haben die alle gleich schon, deswegen kommen immer dieselben raus. Voll die Freiheit. Nee, doch, jetzt ein neuer geworden. Eine Queen. Eine Queen. Voll eine Frechheit, das. Boah, eine Frechheit, das. Naja, passt doch. Naja, aber das werde ich schon machen, da. Es läuft bei dir. Schön langsam. Immer keine Seeds mehr. Geschafft als wie du. Was? Mehr geschafft als wie ich? Du hast auch... Ja. Nee, prozentual garantiert nicht. Wenn man dir dein Quest anschaut, Abyss and Trees, wie viele Aufträge hast du denn da drin? Du hast 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hast 2 Neuntel. 2 Neuntel heißt wie viele Prozent? Das heißt 9 durch 2. Sind wir bei 45. Nee, warte mal. Da bin ich für Scheiße. 9 durch 2 ist 45, also 0,45. Nee, 4,5 so. 4,5. Okay. Also hast du 45%. Ja. Nee. Wenn prozentual rechnet, hat 45% gemacht. Ja, aber nee, kann ja nicht sein, wenn du 2 Neuntel hast, sind wir ja nicht bei 45%. Achso, ja, okay. 2 Neuntel von dir oder wie meistens? Warte mal, wenn man mal pro eingeben, 2 Neuntel und rechnen das dann, es gibt doch hier irgendeine Prozentualfunktion, dachte ich mal. Weiß nicht, was du rechnest. Ja, ich versuche jetzt irgendwie zu rechnen. Wie rechnet man das? Ich weiß ja nicht, was du rechnen möchtest. Wie viel prozentual du abgeschlossen hast. Du hast ja jetzt 2 von 9 Dingen abgeschlossen. Du hast 2 von 9 abgeschlossen? Ja, in dem Samplers-Teil da. Achso, 2 von 9, ja, sind knappe 20%, 17%. Nee, einfach 2 durch 9. Stimmt, passt ja, 22. 22 kann nicht sein, weil von 100, also von 10, wären 2 20. Und nicht von 9, von 9 sind es dann 17 oder so, 18. Nein, müssen ja mehr sein, weil das Zahltal ist ja weniger. Weil wenn du ja 3 Neuntel hast, bist du schon bei 33%. Achso, ja, stimmt, verkehrt gedacht, war schon stimmt. Also 22% hast du abgeschlossen in deinem Samples-Bereich und ich habe insgesamt in Formkraft ja schon 41%, also... Dafür habe ich beim Mystical Blood schon 80%. Da habe ich dir aber auch ja wieder geholfen. Siehst du ja, die zwei Quests, die schon wieder hier zu Reward sind. Ja, die habe ich auch noch nicht mal abgeschlossen. Siehst du, nicht mal Claim Reward. Der zählt dir aber mit als Prozentzahl. Ja, mei, das sind die zwei. Und da nehmen wir das. So. Trotzdem fehlen noch 100.000 Zahlen. 100.000 Zahlen? Ja, der Plot Stuff und das andere Zeug sind. Nur müssen wir uns halt dran setzen. Ja, gut, dann schauen wir noch das Reward Pack an und dann. Das oh, Reward Pack? Cool, das ist das für dich. Ja. So, der Magnet will es da nicht geben. Und dann ich coole Verzauberungen drauf. Alle haben, schenke ich dir alle. Danke. Mülleimer. Mülleimer brauche ich nicht, brauchen wir nicht. Haben wir noch irgendwo einen Armor-Stunt? Gut, Leute, dann würde ich sagen, das war's mit der Folge. Wir sehen ja bestimmt in der nächsten. Oder auch nicht, oder vielleicht doch. Oder vielleicht. Vielleicht. In diesem Sinne, macht's gut und haut rein. Tschüss.